Wusstet ihr, dass wir hier auf der Erde eigentlich auf einem gigantischen Heizkörper leben? In diesem Video erklären wir euch, was es damit auf sich hat und wie wir die Wärme der Erde für uns nutzen können. Und ja, das war schon das ganze Intro. Nee, wirklich, lasst uns anfangen. Erdwärme ist, wie der Name schon sagt, Wärme, die aus dem Erdinneren kommt und in der Erdkruste gespeichert ist. Der Fachbegriff dafür ist geothermische Energie oder Geothermie, wobei dieses Wort auch für die Nutzung der Wärme verwendet wird. Aber mehr dazu gleich. 99% der Erde sind heißer als 1000 Grad Celsius. Die vergleichsweise kühlen Temperaturen an der Erdoberfläche, bei denen wir überhaupt existieren können, im globalen Mittel sind das ca. 15 Grad Celsius, sind aufs Ganze gesehen also eigentlich eine Ausnahme. Aber woher kommt die Erdwärme eigentlich? Dazu müssen wir mal tief ins Erdinnere blicken. Unser Planet ist ein bisschen aufgebaut wie ein Pfirsich. Außen die Schale, die bei der Erde Erdkruste heißt. Sie ist je nach Standort so zwischen 5 und 70 Kilometer dick. Darunter liegt der Erdmantel. Er ist ca. 2800 Kilometer dick und besteht aus zähflüssigem, zwischen 1000 und 2000 Grad Celsius heißem Gestein, das in den oberen Schichten auch Magma genannt wird. Unter dem Mantel liegt der Erdkern. Er besteht aus Metall und ist zwischen 3000 und 6000 Grad Celsius heiß. Dabei handelt es sich um Restwärme von der Entstehung der Erde. Damals prallten Unmengen umherfliegender Gesteins- und Metallbrocken ineinander, verdichteten sich und formten ganz allmählich den Planeten Erde. Dabei entstand jede Menge Wärme. So viel, dass der Erdkern auch 4,5 Milliarden Jahre später noch nicht ausgekühlt ist. Das plastische Gestein im Erdmantel transportiert die Wärme aus dem Erdkern nach oben. Das macht geschätzt ca. 1/3 der Erdwärme aus. Der größere Teil wird aber viel weiter oben produziert, nämlich in der Erdkruste. In der dortigen Gesteinsmasse zerfallen laufend radioaktive Elemente wie Uran-235, Uran-238, Thorium-232 und Kalium-40. Bei diesen Zerfallsprozessen wird viel Energie in Form von Wärme freigesetzt. Die Wärme aus dem Erdinneren wird nach außen ins All abgestrahlt. Das heißt, unser Planet kühlt seit seiner Entstehung kontinuierlich aus. Dieser Prozess ist nach menschlichen Maßstäben aber sehr langsam und wird noch mehrere Milliarden Jahre andauern. Einen gewissen Einfluss auf die Erdwärme haben außerdem das Wetter und die Jahreszeiten. Klar, im Winter sind die oberen Bodenschichten schon mal gefroren. Wenn dagegen im Sommer die Sonne drauf knallt, wird es warm. Aber schon in etwa 20 Metern Tiefe spielen diese Einflüsse keine Rolle mehr und die Temperatur bleibt in der jeweiligen Schicht das ganze Jahr über gleich. Je tiefer man aber vordringt, desto wärmer wird es. Diesen Temperaturunterschied im Verhältnis zur Tiefe nennt man auch geothermischer Gradient. In Mitteleuropa wird es alle 100 Meter um 3 Grad Celsius wärmer, wobei es auch durchaus regionale Unterschiede gibt. In Gegenden mit hoher vulkanischer Aktivität zum Beispiel herrschen schon knapp unter der Erdoberfläche sehr hohe Temperaturen. Wie hier auf Island, wo es unzählige heiße Quellen und Geysire gibt. Wir können die Wärme aus der Erde aber nicht nur für Badespaß nutzen, sondern auch, um unsere Häuser zu heizen oder Strom zu erzeugen. Die Nutzung von Erdwärme nennt man, wie vorhin schon erwähnt, auch Geothermie. Je nachdem, wie tief man dabei bohrt, unterscheidet man zwischen oberflächennaher und tiefer Geothermie. Oberflächennahe Geothermie verwendet man vor allem für private Heizanlagen. Die 10 bis 20 Grad, die in diesen Bodenschichten herrschen, reichen natürlich nicht aus, um damit ein Haus zu heizen. An dieser Stelle kommen Wärmepumpen ins Spiel. Die funktionieren so. Durch Rohre im Erdreich strömt eine spezielle Flüssigkeit, die die Wärme aus dem Boden aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert. Ähnlich wie das mit Luft in einer Fahrradpumpe passiert, verdichtet die Pumpe die Flüssigkeit und erhöht dadurch ihre Temperatur. Über einen Wärmetauscher wird dann das Wasser erhitzt, das durch die Heizkörper des Hauses strömt. Das Ganze lässt sich auch umdrehen, sodass man mit einer Erdwärmepumpe im Sommer auch sein Haus kühlen kann. Um die Erdwärme im großen Stil zu nutzen, muss man tiefer bohren. Bei der tiefen Geothermie gibt es verschiedene Verfahren. Zum Beispiel kann man die Wärme in Form von heißem Thermalwasser aus tiefen Gesteinsschichten nach oben pumpen. In Geothermiekraftwerken kann man damit dann Fernwärme für Haushalte und Industrie erzeugen. Wenn das Thermalwasser sehr heiß ist, lässt sich damit sogar Strom produzieren. Das abgekühlte Wasser wird dann wieder in den Untergrund zurückgeleitet. In Deutschland gibt es drei Regionen, in denen die Voraussetzungen für diese Art der tiefen Geothermie besonders gut sind.
das süddeutsche Molassebecken, der Oberrheingraben und das norddeutsche Becken. Doch das Erbohren des Untergrunds ist nicht ganz frei von Risiken. In Staufen im Breisgau zum Beispiel gab es 2007 nach einer oberflächennahen Geothermiebohrung große Schäden. Wegen einer vermutlich nicht ausreichend an die Gegebenheiten des Untergrunds angepassten Bohrweise drang Wasser in eine Mineralschicht im Boden ein. Diese bildete sich zu Gips um, quoll auf und der Boden hob sich. Bei tiefen Geothermiebohrungen wurden in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder kleinere, meist gar nicht wahrnehmbare Erdbeben registriert. Laut Wissenschaft sind die Risiken der Geothermie beherrschbar, mit örtlich angepassten Planungen, konstanten Beobachtungen und weiterer Forschung. Für den Ausbau der erneuerbaren Energien und das Erreichen der Klimaschutzziele ist die Erdwärme jedenfalls ein wichtiger Baustein. Habt ihr schon mal in einer echten Thermalquelle gebadet? Erzählt uns davon in den Kommentaren. Und um kein Video mehr zu verpassen, drückt den Abo-Button.